so ein bisschen gesellschaftskritischen oder politischen Ausstellung. Zumindest war das die Intention, die wir hatten, als wir uns letztes Jahr für die beiden Künstler entschieden haben, nämlich Julia Sosinka und Jens Rausch. Plastik, ich glaube, das ist ein Thema, was, mit dem viele was anfangen können, was vielleicht auch gerade ein Reizthema ist. Also mir fällt ja zum Beispiel die Facebook-Aktion im Dezember ein, als es darum ging, Plastik zu vermeiden. Oder ja, teilweise Absurditäten des Alltags. Zum Beispiel habe ich gesehen, im Supermarkt gibt es inzwischen geschälte Bananen, die wiederum in Plastik eingepackt sind. Dann mag man sich erinnert fühlen an flämische oder holländische Stillleben aus dem 17. Jahrhundert. Und wenn man diesen Gedanken aufgreifen will, dann kann man sich mal auf die Suche begeben nach einzelnen Details. Nur vielleicht ein Stichwort. Im 17. Jahrhundert hat man oft Gegenständen eine Bedeutung zugemessen. Also das heißt, zum Beispiel hat man Obst dargestellt, was halt verfällt, und Fliegen teilweise, die sich auf dem Obst herabsetzen, um damit die Vergänglichkeit auszudrücken. Und wer da so ein bisschen bewandert ist, der wird Spaß haben daran, Jens' Bilder zu betrachten. Aber wer das nicht ist, der wird bestimmt ganz andere Bedeutungsebenen finden für sich selbst. Zum Beispiel eben eine gesellschaftskritische. Um daraus dreidimensionale Objekte entstehen zu lassen. Sie hat sogar eine sehr begehbare Installation für uns geschaffen im ersten Raum, was natürlich für uns immer besonders spannend ist, wie sich die Räume von Kurt Impisch verändern durch die Hand des Künstlers. Und auch bei Julia kann man natürlich länger davor verweilen vor den Arbeiten und versuchen, Bezugspunkte zu finden, ganz individuell. Zum Beispiel finde ich das gerade bei den Arbeiten weiter links das Thema Farbe sehr gut zur Geltung kommt. Also, wie Julia die Farbe einsetzt, ist eigentlich fast schon für mich wie so ein Himmelstrich. Wenn man will, kann man natürlich auch andere Künstler noch herbeiziehen, die ganz anders mit Plastik umgegangen sind. Zum Beispiel Tony Craig ist da ein großer Vertreter. Wer ihn nicht kennt, er sammelt Gegenstände, die recycelt werden sollen, und installiert sie an der Wand. Und so kann man sich mal bewusst machen, was man mit dem Thema Plastik alles umsetzen kann. Also wie vielfältig die Möglichkeiten sind, mit dem Thema Plastik und aber auch mit dem Medium Plastik umzugehen. Und ich finde, dass wir da wirklich zwei wunderbare Künstler hier eingeladen haben, die ihre Version dieses Umgangs mit dem Thema zeigen. Thank you.